Kapitel 21. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, richte dein Angesicht wider Jerusalem und predige wider die Heiligtümer und weissage wider das Land Israel. Und sprich zum Lande Israel, so spricht der Herr: Herr, siehe, ich will an dich, ich will mein Schwert aus der Scheide ziehen und will in dir ausrotten beide, Gerechte und Ungerechte. Weil ich denn in dir Gerechte und Ungerechte ausrotte, so wird mein Schwert aus der Scheide fahren über alles Fleisch, von Mittag her bis in Mitternacht. Und soll alles Fleisch erfahren, dass ich, der Herr, mein Schwert habe aus der Scheide gezogen, und es soll nicht wieder angesteckt werden. Und du, Menschenkind, sollst seufzen, bis dir die Lenden wehtun, ja, bitterlich sollst du seufzen, dass sie es sehen. Und wenn sie zu dir sagen werden, warum seufzest du? Sollst du sagen, um des Geschreis willen, dass da kommt, vor welchem alle Herzen verzagen, und alle Hände sinken, aller Mut fallen und alle Knie so ungewiss stehen werden wie Wasser. Siehe, es kommt und wird geschehen, spricht der Herr, Herr. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, weissage und sprich, so spricht der Herr, sprich, das Schwert, ja, das Schwert ist geschärft und gefegt. Es ist geschärft, dass es schlachten soll, es ist gefegt, dass es blinken soll. Oh, wie froh wollten wir sein, wenn er gleich alle Bäume zu Ruten machte über die bösen Kinder. Aber er hat ein Schwert zu fegen gegeben, dass man es fassen soll, es ist geschärft und gefegt, dass man's dem Totschläger in die Hand gebe. Schreie und heule, du Menschenkind, denn es geht über mein Volk und über alle Regenten in Israel, die dem Schwert samt meinem Volk verfallen sind. Darum schlage auf deine Lenden. Denn er hat sie oft gezüchtigt, was hat's geholfen? Es will der bösen Kinderrute nicht helfen, spricht der Herr, Herr. Und du, Menschenkind, weissage und schlage deine Hände zusammen. Denn das Schwert wird zweifach, ja dreifach kommen, ein Würgeschwert, ein Schwert großer Schlacht, das sie auch treffen wird in den Kammern, dahin sie fliehen. Ich will das Schwert lassen klingen, dass die Herzen verzagen und viele fallen sollen an allen ihren Toren. Ach, wie glänzt es und haut daher zur Schlacht. Haue drein, zur rechten und linken, was vor dir ist. Da will ich dann mit meinen Händen darob frohlocken und meinen Zorn gehen lassen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, mache zwei Wege, durch welche kommen soll das Schwert des Königs zu Babel, sie sollen aber alle beide aus einem Lande gehen. Und stelle ein Zeichen vorn an den Weg zur Stadt, dahin es weisen soll, und mache den Weg, dass das Schwert komme gen Rabba der Kinder Ammon und nach Juda, zu der festen Stadt Jerusalem. Denn der König zu Babel wird sich an die Wegscheide stellen, vorn an den zwei Wegen, dass er sich wahrsagen lasse, mit den Pfeilen das Los werfe, seinen Abgott frage und schaue die Leber an. Und die Wahrsagung wird auf die rechte Seite gen Jerusalem deuten, dass er solle Sturmböcke hin anführen lassen und Löcher machen und mit großem Geschrei sie überfalle und morde, und dass er Böcke führen soll wider die Tore und da Wall aufschütte und Bollwerk baue. Aber es wird sie solches Wahrsagen falsch dünken, er schwöre, wie teuer er will. Er aber wird denken an die Missetat, dass er sie gewinne. Darum spricht der Herr, Herr, also, darum, dass euer gedacht wird und eure Missetat und euer Ungehorsam offenbart ist, dass man eure Sünden sieht in allem eurem Tun, ja, darum, dass euer gedacht wird,
werdet ihr mit Gewalt gefangen werden. Und du, Fürst in Israel, der du verdammt und verurteilt bist, dessen Tag daherkommen wird, wenn die Missetat zum Ende gekommen ist. So spricht der Herr, Herr, tu weg den Hut und hebe ab die Krone. Denn es wird weder Hut noch die Krone bleiben, sondern wer sich erhöht hat, der soll erniedrigt werden, und wer sich erniedrigt, soll erhöht werden. Ich will die Krone zunichte, zunichte, zunichte machen, bis der komme, der sie haben soll, dem will ich sie geben. Und du, Menschenkind, weissage und sprich, so spricht der Herr, Herr von den Kindern Ammon und von ihrem Schmähen, und sprich, das Schwert ist gezückt, dass es schlachten soll, es ist befähigt, dass es würgen soll und soll blinken. Darum, dass du falsche Gesichter dir sagen lässt und Lügen weissagen, damit du auch hingegeben wirst unter die erschlagenen Gottlosen, welchen ihr Tag kam, da die Missetat zum Ende gekommen war. Und ob's schon wieder in die Scheide gesteckt würde, so will ich dich doch richten an dem Ort, da du geschaffen, und in dem Lande, da du geboren bist. Und will meinen Zorn über dich schütten, ich will das Feuer meines Grimmes über dich aufblasen und will dich läuten, die brennen und verderben können, überantworten. Du musst dem Feuer zur Speise werden, und dein Blut muss im Lande vergossen werden, und man wird dein nicht mehr gedenken, denn ich, der Herr, habe es geredet.